Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Agile Care Workshop, unserem wöchentlich stattfindenden, am Montag ab stattfindenden Workshop hier im Internet. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ja, wünsche uns einen schönen Moment, längeren Moment miteinander. Natürlich begrüße ich auch diejenigen, die sich dann die Aufzeichnung anschauen im Nachhinein, um dann, weil eben jetzt gerade keine Zeit ist oder die Gelegenheit anderer zum anderen Moment besser ist. Vielen lieben Dank auch an meine Eltern. Ihr unterstützt mich sehr gut im Hintergrund schon mal die Fragen vorzubereiten. Und dann möchte ich hiermit schon mal starten, indem ich frage, ob ich heute gut und in Normalgröße, was Sie gewohnt sind von unserem Video, zu sehen bin und ob ich auch gut zu hören bin. Also vielleicht kann das jemand mir mal ganz kurz in, ah ja, Suziara hat schon geschrieben, Bild und Ton sind gut. Vielen lieben Dank. Dann können wir hier auch sehr schön schnell starten mit der einmal Präsentation. Und ich vergesse es heute nicht, Ihnen hier auch schon mal die Files zum Download zur Verfügung zu stellen. Und somit können Sie, wenn Sie möchten, sich das für sich abspeichern. Ja, 11. März heute, 2024, ist das ein Montag. Und wir sehen uns hier in unserem Workshop. Ganz wichtig und nicht vergessen, Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmals bei allen Teilnehmern des Symposiums am Samstag bedanken. Es war sehr, sehr schön, es war wunderschön, Sie da gehabt zu haben, dass Sie dabei waren. Und wir hatten sehr informative Vorträge gehört, zu denen wir noch in dieser Woche die Vortragsunterlagen versenden. Eigentlich, muss ich ja schon sagen, haben wir sie schon versendet. Also die Unterlagen bzw. die Links zum Download der Unterlagen haben Sie bereits per E-Mail erhalten. Und ja, wir sind super versorgt worden. Und ich denke, hier haben wir Ihnen im Vorfeld auch nicht zu viel versprochen. Wir sind wirklich gut sehr gut versorgt worden mit Inhalten und auch auf kulinarischer Basis. Uns ist, denke ich, auch klar geworden, dass es viele Möglichkeiten gibt, elektromagnetische Frequenzen für die Verbesserung der Lebensqualität zu nutzen. Und sogar können sie in Kombination sich sehr gut gegenseitig ergänzen, sehr gut zum Wohl von uns Anwendern. Und von großem Interesse am Samstag war die Anwendung der Agilphonie. Und ich denke, wir werden dazu demnächst oder nicht allzu ferner Zukunft einen separaten Beitrag im Agile Smart veröffentlichen, wenn nicht sogar ein Live-Webinar. Wir werden sehen. Und ja, die Erkenntnis auch vom Samstag her, alles hängt miteinander zusammen, vor allem in unserem Körper. Und so finde ich es auch nicht verwunderlich, dass Mikroorganismen auch an psychischen Erkrankungen beteiligt sind. Sie müssen ja nicht grundsätzlich die Verursacher sein, aber das wissen Sie ja, das ist im Bereich von Agile Care nicht so wichtig, nach der Ursache insbesondere zu schauen, sondern zu schauen auf Zellenebene, welche sind die Erreger, die hier die unsere Zellen beeinträchtigen und die Energie klauen in dem Sinne, um dann die Erkrankung zu erhalten. Und so nutzen die Mikroorganismen es aus, wenn wir auf Zellenebene geschwächt sind. Sie können sich hier ansiedeln und in Disbalance geraten und dann in Symbiose mit dem Zustand der Erkrankung oder dem Symptom gelangen. In der kürzlichen Vergangenheit ist es ja der politischen Obrigkeit gelungen, die Bevölkerung, also uns, zu schwächen über diese unsinnigen Maßnahmen des Abstandes und der Maskentragens auf die aus meiner Sicht sogenannte Pseudoimpfung möchte ich jetzt gar nicht eingehen.
Jedoch haben sie sich eines, und dazu haben sie sich eines Mittels bedient, was sehr effektiv ist, nämlich der Angst. Angst, krank zu werden, Angst, andere krank zu machen, Angst zu sterben. Und viele Menschen haben heute noch Angst und Kinder haben Angst, in die Schule zu gehen. Bei einer jungen Anwenderin ging die Angst so weit, dass sie Angst vor sich selbst hatte und die Angst, zur Schule zu gehen, damit fing es wohl bei ihr an. Die junge Frau hat sich in die Klinik einweisen lassen aufgrund ihrer Angst und dort durfte sie allerdings auch Agilcare nutzen, ob das jetzt ihr eigenes oder von ihrer Familie das Gerät ist oder von Verwandten, Bekannten, das haben wir nicht nachgefragt. Das war für uns in dem Moment jetzt nicht so wichtig. Wir haben allerdings gefragt, welche Anwendungen durchgeführt wurden, beziehungsweise haben wir Anwendungen empfohlen mit Agilcare. Und die habe ich Ihnen hier aufgeführt. Da ist zum einen die Anwendung C71, die heißt Angst 1, also C71, Angst 1, QUA4, Depression. Ich wiederhole den Code, QUA4, Depression. Dann C683, Schwermetalltoxizität, TR, also C683, Schwermetalltoxizität, TR, C933, Leberunterstützung, C933, Leberunterstützung und zu guter Letzt A592, Toxoplasma HC, also A592, Toxoplasma HC. Die Anwendungen wurden kontinuierlich über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen durchgeführt und wir haben in der letzten Woche hier den Bericht bekommen, dass das Mädchen, also die junge Frau, wieder zur Schule geht. Sie also keine Angst mehr hat und die Situation sich somit für sie insoweit gebessert hat, dass sie angstfrei, wie gesagt, zur Schule gehen kann. Und was steckt hier dahinter? In der letzten Anwendung in dieser Reihe sehen Sie, dass hier eventuell schon eine Vermutung von uns da nahe liegt, welche Erreger hier konkret eventuell beteiligt sein könnten, nämlich die Toxoplasmen. Aber es sind auch hier solche Mikroorganismen bedacht, die es unseren Körper schwer machen zu entgiften. Also mit den Anwendungen C683 Schwermetalltoxizität TR und C933 Leberunterstützung erreichen wir diejenigen, die die Gifte in sich aufnehmen, die es uns schwer machen, gut zu entgiften. Und da fallen mir auch zum Beispiel auch Pilze ein. Also man könnte das auch eventuell hier die Liste noch etwas verlängern, wenn man möchte. Und Pilze sind ja prädestiniert dafür, Gifte zu sammeln. Die Leber hat hier auch eine große Aufgabe bei der Entgiftung in unserem Körper. Wir sehen, dass wenn es darum geht, wo zum Beispiel die Spike-Proteine in unserem gesunden Körper abgebaut werden, nämlich in der Leber und im Darm, aber vor allem in der Leber. Und die beiden zu oberst stehenden Anwendungen eliminieren diejenigen beteiligten Mikroorganismen, die es bei Angst und Depressionen auf Zellenebene zu eliminieren gilt. Wir hoffen, dass es der jungen Frau weiterhin so gut geht, dass sie ohne Angstgefühle in die Schule gehen kann. Und aufgrund des Erfolges, den sie erreicht hat, können wir ohne Zurückhaltung sagen, falls sie wieder in solch eine für sie beängstigende Situation kommen sollte, dass sie die Anwendung, die sie so erfolgreich umgesetzt hat und eingesetzt hat, wie also der Bericht an uns zeigt, dann empfehlen wir selbstverständlich, diese Anwendung wiederholt anzuwenden. Und das ist eben auch die Empfehlung an uns alle. Es kann doch gut möglich sein, dass wir erneut von den gleichen Erregern getroffen sein werden, die, wo wir glauben, sie endlich los zu sein. Es gibt verschiedene Situationen in unserem Leben, wo wir immer wieder mit Mikroorganismen in Kontakt geraten und die entsprechenden Umstände in uns erlauben es ihnen, sich gegebenenfalls wieder zu vermehren. Und dafür müssen wir aber auch keine Angst haben, weil wir sie mit Agilcare eliminieren können. Und in dem Fall des wiederholten Auftretens wissen sie ja auch bereits wie und dass sie sie eliminiert hatten.
zuvor. Natürlich können Sie sich weitestgehend stärken. Dazu gehört auch die Entgiftung. Und hier geht es um die Entgiftung von Toxinen, die die Erreger ausstoßen, aber auch die Entgiftung von Toxinen der Erreger an sich, also wenn die eliminiert werden, und Entgiftung von den Umweltgiften, die wir immer wieder bei uns aufnehmen. Und hier sehen Sie auch nochmal den Link zu unserer Seite, wo Sie unter dem Punkt Agilcare optimieren die Empfehlungen finden von uns, einmal zur Anwendung von Naturzeolit 10 Mikrometer und auch zu den Randbedingungen, wenn wir davon sprechen, die optimierten Randbedingungen einzuhalten, vor, während und nach den Anwendungen. Hier noch einmal die Parameter und Charakteristika von Naturzeolit 10 Mikrometer. Da möchte ich jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen. Sie wissen, dass wir es empfehlen und auch eben, warum wir es empfehlen. Und hier habe ich Ihnen die Punkte nochmal auf den Folien gelassen. Stärken können Sie sich auch zum Beispiel durch die Anwendung von hier aufgeführt Agilflow. Also erstmal, weil wir auch die Blutfettwerte verbessern können, indem die Lipidringe um die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, herausgefiltert werden, was die roten Blutkörperchen energetisch stärkt und es ihnen erlaubt, sich von den anderen roten Blutkörperchen zu trennen. Das sehen Sie hier ganz links in dem Bild außen, dass wie die zu Klumpen zusammengefasst sind. Manchmal sehen sie aus wie Geldrollen. Und wir wollen einfach, dass die Blutviskosität, also die Zähflüssigkeit des Blutes, herabgesetzt wird. Das sieht man in dem mittleren Bild, wie das dann aussieht, wenn die einzelnen Erythrozyten dann vereinzelt sind. Und dieser Zustand ist einfach notwendig und wünschenswert, weil nämlich so die Erythrozyten die Nährstoffe und den Sauerstoff sehr gut transportieren können. Und so viel hier ganz kurz noch die Möglichkeit genannt, also ein Beispiel genannt, wie Sie und wie wir unseren Körper noch stärken können. Ich bedanke mich hier schon einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch einmal die Übersicht dabei, wie Sie uns erreichen können. Wer sich noch nicht zum Newsletter angemeldet hat, der kann das hier über die hier aufgeführte Angabe machen, indem Sie da entweder auf unsere Seite ulrich-mtc.de gehen, aber auch in unseren E-Mails finden Sie ganz unten die Information und den Link, wie Sie dann zu den Newslettern sich anmelden können. Das ist ganz einfach möglich. Und bedanken möchte ich, wir uns auch bei allen, die bisher Agilcare anderen Anwendern empfohlen haben, ja sogar eventuell die Möglichkeit des Ausprobierens gegeben haben. Und bei denjenigen, deren Empfehlung zum Kauf eines Agilcares in unserem Shop führte, bedanken wir uns auch nochmal ganz speziell mit einer Tippprovision in Höhe von 150 Euro pro solch einer Empfehlung. Wir freuen uns dabei über Ihre Wertschätzung und senden Ihnen somit unsere Wertschätzung von unserer Seite. Also alles, was zu tun ist, finden Sie auf dieser Folie hier angegeben. Und natürlich können Sie sich auch wie immer an uns wenden und dies ansprechen. Ja, vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meinen heute recht kurzen Vortrag. Aber ich denke, das waren auch sehr informative Informationen, weil wir doppeln heute alles ein bisschen dabei für Sie. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, die Sie eventuell schon im Chat gestellt haben. Und